Ja, nochmal ein herzliches Hallo in die Runde. Hallo an Johann, an Thomas, an Chris, an alle, die mit dabei sind. Ich hoffe, meine Stimme hält heute 60 Minuten durch. Wie ihr vielleicht hört, ich bin ein bisschen angeschlagen. Aber das kriegen wir schon hin. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Live-Webinar. Heute wieder auf Trading for Freedom am Donnerstag 19 Uhr. Auch ein herzliches Dank an euch, dass ihr live mit dabei seid, dass ihr euch die Zeit nehmt, weiter in euer Wissen, eure Fähigkeiten bezüglich Trading und bezüglich den Finanzmärkten zu investieren. Auch wieder vielen herzlichen Dank für die Rückmeldungen, nicht nur aus der Community und nicht nur von den Teilnehmern, die heute mit dabei sind, sondern auch von denjenigen, die sich während der Woche und auch während der letzten Wochen angemeldet haben. Und ja, ich hoffe, ich kann euch Fragen liefern auf eure Antworten liefern auf eure Fragen. Und ich denke, ja, ich sehe auch gerade, die Amanda ist mit dabei. Hallo. Und ich denke, auch da sind heute ein, zwei mit am Start. Genau. Freue mich, dass euch ganz recht herzlich begrüßen. Für die mich noch nicht kennen, mein Name ist Andreas Fink. Ich bin Trading Guide und Vollzeit-Trader hier auf tradingforfreedom.com. Und alle, die mir quasi ja täglich über die Schulter schauen wollen, was ich als Vollzeit-Trader für Trades mache, wie ich die Märkte analysiere, wie ich profitable Trading-Gelegenheiten am Markt identifiziere, dürfen mir dabei gerne über die Schulter schauen, um eben selbst auch Ideen zu bekommen, um nach System zu handeln. Und auf das Thema Handelssystem und Gewinnvorteil gehen wir dann auch nochmal später ein bisschen detaillierter darauf ein, weil das so der Kernpunkt ist, was viele, viele Trader, die jetzt am Markt anfangen oder schon eine Weile aktiv sind, nicht so im Fokus haben. Die sind mehr so mit Broker und mit Handelsplattformen beschäftigt, aber eben, man sollte den Fokus auf das Wesentliche legen, nämlich auf die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt auch am Markt längerfristig und konstant Geld verdient. Wichtiger Weg dahin ist ein konstanter und gleichbleibender Analyseprozess. Klingt irgendwie einleuchtend, wenn ich ein verlässliches Einkommen erzielen möchte, dann sollte ich so viel wie möglich Konstanz in meiner Vorgehensweise walten lassen. Und den Analyseprozess, den ich hier seit Jahren und den wir hier auf Trading for Freedom eben praktizieren, gliedert sich in vier Grundschritte, nämlich in Schritt 1 identifizieren. Da identifizieren wir Trend, Widerstände und Unterstützungen. In Schritt 2 prognostizieren, das heißt, wohin und wie könnte dorthin der Markt als nächstes laufen. Dann entscheiden wir, ob wir und wo wir mit Gewinnvorteil aktiv werden können im Markt. Unser Credo ist hier auf Trading for Freedom, dass wir nur dann am Markt aktiv werden, wenn wir auch wirklich einen Gewinnvorteil haben. Dazu brauchen wir natürlich eine getestete Trading-Strategie, mit der wir sicherstellen können, dass wir mit einem statistischen Gewinnvorteil am Markt aktiv sind. Wir hier auf Trading for Freedom verwenden die harmonischen Muster als diese Trading-Strategie, um eben Umkehrpunkte im Markt zu identifizieren, um mit ganz klaren Einstiegen und Ausstiegsregeln, also mit einem ganz klaren Regelwerk, eben im Markt aktiv sind und somit unseren Gewinnvorteil sichern. Und ja, die Theorie ist ja nett und schön. Ich kann in meinem Chart viel einzeichnen und analysieren, aber der wichtigste Schritt ist dann auch, dass man das Ganze dann fehlerfrei umsetzt, sich auch traut, auch das Mindset dazu hat, Trade für Trade einfach nach meinen Regeln fehlerfrei umzusetzen. Und dabei spielt die Ausführung eine wichtige Rolle. Das heißt, dass die Einstiege und die Ausstiege richtig gemanagt werden. Als Trading-Plattform verwende ich persönlich die Trader Workstation von Interactive Brokers. Die bieten einerseits Interactive Brokers an und sowie auch deutschsprachige Broker wie jetzt Banks, wie Lynx oder wie CapTrader sind da auch. Auf Basis dieser Handelsplattform ist es dann möglich zu handeln.
Mehr dazu, mehr Infos dazu. Die Mitglieder kennen die Seite schon. Dann im Ausrüstungsguide, da kann man das dann nochmal und meine persönliche Erfahrung dann auch, meinen persönlichen Erfahrungsbericht dort nachlesen. Klaus, guten Abend, hallo. Schön, dass du dabei bist. So, noch einen Schluck aus der Teetasse, um die Stimme zu ölen. Agenda für heute ist, wie es der Titel auch schon sagt, also A, wie arbeite ich mir diesen, ich mir persönlich diesen Gewinnvorteil am Markt heraus durch diese vier Schritte. Und ich habe es für euch kurz theoretisch vorgestellt, aber ja, am meisten Mehrwert ist euch geliefert, denke ich, wenn wir gleich dann in die Praxis, in die Charts reinspringen und ich euch vorzeige und ja, Schritt für Schritt nochmal aufzeige, wie ich da vorgegangen bin, um eben Trading-Gelegenheiten mit Gewinnvorteil zu identifizieren. Und dann im zweiten Agenda Teil, gehen wir darauf ein und stelle ich euch vor, wie ihr auch selbst davon profitieren könnt. Das sind so die zwei Hauptpunkte für heute, für das Live-Webinar. Gut, dann springen wir auch rein in die Charts. Dazu mache ich einen kleinen Wechsel hier. Ich wechsle hier meine Browserfenster. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann solltet ihr auch die Charts sehen. Ein kurzes Feedback vielleicht von eurer Seite. Ist alles soweit ersichtlich? Alright. Danke, Chris. Gut. Ihr seht schon vielleicht, für diejenigen, die schon öfter mit dabei sind, und es sind viele von euch, die ja doch fast jeden Donnerstag mit am Start sind. Mein Chart-Layout habe ich noch mal ein bisschen verfeinert, auch angepasst und mit mehr Informationen versehen. Und das möchte ich euch auch im Detail noch mal kurz vorstellen. Dazu springen wir in den Tageschart, beziehungsweise wir können auch uns im Wochenchart starten. Wie ihr wisst, Trendidentifikation, Widerstands- und Unterstützungszonen identifizieren. Ich verschaffe mir da erstmal einen Überblick. Ganz, ganz wichtig, egal welches Ziel ich erreichen möchte. Auch wenn ihr eine Bergwanderung macht, dann verschafft ihr euch erstmal einen Überblick, wo stehe ich denn überhaupt, wie ist die Ausgangssituation und wo möchte ich hin. Und so ist es im Trading genauso. Ich zoome raus, verschaffe mir einen Überblick aus der Vogelperspektive und dafür benutze ich den Wochenchart und schauen wir mal im Großen und Ganzen an, wo stehen wir denn da aktuell. Als Beispiel heute habe ich mitgebracht den US-Dollar-Schweizer Franken, wie ihr oben links auch im Chart erkennen könnt. Und ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, aber nichtsdestotrotz gehen wir das jetzt Schritt für Schritt durch. Das heißt, zunächst mal, wie ist denn der Trend aktuell? Und wir sehen einfach seit, ja, im übergeordneten Chartbild, seit Mitte, Ende 2015, sind wir hier mehr oder weniger in einem, also auf Wochensicht oder Monatssicht auch in einem Seitwärtstrend. Wir kommen von unten. Und ja, pendeln hier, und das ist auch das Indiz oder ja, die Grundlage von einem Seitwärtstrend, pendeln hier zwischen den Hochbereichen, wie ihr ganz gut sehen könnt. Und ganz interessant eben, weil wir da gestern diesen Unterstützungsbereich hier unten getestet haben. Und an der blauen Kerze hier seht ihr schon, dass wir daher auch eine kräftige Reaktion gesehen haben. Aber bleibt festzuhalten, im Wochenchart hier auch oben zu sehen in der Chart, in der Trendampel. Also Wochenchart ist für mich seitwärts. Wir pendeln hier zwischen den Hochs bei 1,0315, 1,0330 in der Gegend und zwischen den Tiefs hier, was wir auch gestern angetestet haben, bei 0,9450 in dem Bereich. So, Unterstützungs- und Widerstandszonen können wir deswegen können wir uns dann auch einzeichnen und sind deswegen wichtig, weil wir das als Indiz nehmen, wo große Käufer potenziell in den Markt kommen und auch auf bestimmten Preislevels für Nachfrage bzw. für Angebot sorgen. Hier unten haben wir das jetzt auch aktuell gesehen, ganz aktuell. Hier in dem Bereich 94,50, 94,40 rum sehen wir, dass wir die letzten Jahre, ja, auch zurück im Oktober
September 2015 schon. Dann im April bzw. im Anfang Mai 2016 haben wir diesen Preisbereich getestet und immer dort kam große Kaufnachfrage. Und das ist eben ein Indiz, deswegen zeichnen wir uns diese Zonen, diese Widerstands- und Unterstützungszonen in dem Fall in den Chart ein, weil wir darauf natürlich als Indiz oder beziehungsweise darauf spekulieren, dass auch an dieser Stelle, wenn dieser Preisbereich wie jetzt diese Woche erreicht wird, dass auch an dieser Stelle wieder Kaufnachfrage kommen könnte. Potenziell. Sicher ist an der Börse nichts, aber wie gesagt, ich kann Indizien sammeln und je mehr Indizien ich eben sammeln kann, die auf eine bestimmte Bewegung hindeuten, so ist meine Erfahrung auch und so zeigt die Statistik, desto wahrscheinlicher ist dann diese Bewegung auch. So, ich nehme kurz noch einen Schluck. Also wir haben hier unten den Unterstützungsbereich im Wochenchart, hier oben die Widerstandsbereiche, hier mal eingezeichnet, also hier ein Widerstandsbereich bei 1,03 bis 1,0350, dann haben wir einen Widerstandsbereich bei 1,01 bis 1,0160, aber die sind jetzt nicht so relevant. Relevanter werden die dann im Tageschart, da können wir jetzt dann auch reinspringen, hier oben wechsle ich auf Tageschart. Die Trendampel haben wir weiter im Blick und wie ihr schon seht, der Kursverlauf geht von links oben im Tageschart nach rechts unten. Ich mache es jetzt mal nicht so wie die letzten Male, ich zeige jetzt mal nicht die Kursswings ein, aber man kann schon sehen, anhand der tieferen Tiefs, ja, hier runter und anhand der tieferen Hochs, eindeutig sind wir hier noch im Abwärtstrend auf Tagesbasis. Deswegen ist die D1, D1 steht für Day 1, also für den Tageschart, auf Abwärts. Gebrochen würde dieser Trend werden, auch das ist hier im Chart eingezeichnet mit der weiß gestrichelten Linie und auch mit D1 Trendbruch markiert, wenn dieses Preislevel auf Schlusskursbasis durchbrochen werden sollte. Dann ändert sich auch die Trendampel hier oben. Aber wir wollten ja, also nachdem wir jetzt im Tageschart den Trend festgestellt haben, definieren wir noch die Unterstützungs- und Widerstandszonen. Da haben wir heute, hier haben wir erstmal die Widerstandszone gehabt, die habe ich heute früh eingezeichnet. Also bereite ich mich auch täglich auf meinen Trading-Tag vor. Jetzt nehme ich doch mal kurz einen Pfeil zur Hand. Und wir haben hier gesehen, und zuweisen raus, so, dass wir hier Unterstützung hatten, hier wieder Unterstützung hatten und hier wieder Unterstützung hatten. Diese Unterstützung dann gebrochen haben und plötzlich, wie ist es doch so oft, wird dann diese ehemals Unterstützungszone hier zu einem Widerstand. Und deswegen war auch hier wieder meine Erwartung, alles könnte auch hier wieder Widerstand sein. Jetzt ist es aber hier gebrochen worden und natürlich suche ich und identifiziere dann die nächste mögliche Widerstandszone. Also ich gehe genauso gleich wieder vor. Das heißt, auch hier oben habe ich mehrmals eine Zone gehabt, die hier für Unterstützung gesorgt hat. Auch hier war sie nochmal Unterstützung. So, und dann ist das Ganze durchbrochen worden. Hier sieht man das auch deutlich. Diese Zone ist durchbrochen worden nach unten. Wir haben auch ganz da unten geschlossen. So, und dann wechselt eine ehemals Unterstützungszone hier in eine Widerstandszone rein. Ja, man sieht es, hier wird sie angetestet, hier wird sie angetestet und immer, man sieht es auch an den langen Dochten, prallt der Kurs nach unten ab. Und deswegen erwarte ich auch hier wieder Widerstand erstmal. Also, dass diejenigen, die hier verkauft haben, der Trend ist weiter abwärts, dass die auch wieder hier für ein Verkaufsangebot bzw. Angebotssorgen am Markt und dass der Preis von hier auch dort wieder potenziell abprallen kann. Soweit die Analyse. Gut, dann geht es bei mir eine Ecke tiefer, also sprich in den 4-Stunden-Chart. So, jetzt zoomen wir hier mal ein bisschen rein. Also wir halten fest, Tagestrend ist abwärts. So. Zoomen wir uns das Ganze mal ein bisschen größer hier. So.
Dann sehen wir auch schon, dass bis heute Morgen dieser 4-Stunden-Trend auch noch abwärts war. Ganz klar. Zeigen wir das doch mal kurz ein. Ja, wir hatten hier den Swing, dann eine Korrektur, die nächste Bewegung nach unten. Ganz klar der Abwärtstrend. Dann eine Korrektur, eine Bewegung wieder in die Richtung. In diese Unterstützungszone im Wochenbereich rein. Da kam dann die nächste Kaufnachfrage und dann kam die Bewegung mit einem Trendbruch und somit auch ganz klar sind wir jetzt im 4-Stunden-Chart. Das sind die drei wichtigen Punkte: Bewegung, Korrektur, Bewegung mit einem höheren Schluss. Sind wir im 4-Stunden-Chart ganz, ganz klar aufwärts gerichtet im Trend. Das bleibt festzuhalten. So, jetzt ist die spannende Frage. Ja, das ist ja schön, nett und recht. Aber wie können wir jetzt da aktiv werden? Wo könnte jetzt da ein potenzieller Umkehrpunkt sein? Also muss ich jetzt warten, bis der Kurs da oben potenziell da oben in die Zone reinkommt und kann ich dann einfach blindlings verkaufen? Dann stellt sich die Frage, wo setze ich meinen Stop-Loss? Wo setze ich meine Gewinnziele? Und da kommt eben eine ausgefeilte und erprobte Trading-Strategie ins Spiel, nämlich die Harmonic Patterns oder die harmonischen Muster auf Deutsch, die mir oder denjenigen, die danach handeln und traden, mit den Fibonacci-Messwerkzeugen ganz klar definieren, wo der Einstieg zu setzen ist und wo die Ausstiege im Verlustfall sowie im Gewinnfall zu setzen sind. Und die jetzt dabei sind und die harmonischen Muster schon besser kennen, die werden es hier wahrscheinlich schon erkannt haben, aber ich springe auch dafür, ich habe es schon vorbereitet, in den 4-Stunden-Chart rein. Also ich gehe hier wieder zurück in den Daily-Chart, dass wir hier weiter diesen Überblick auch behalten. Ja, hol die Trendampel nochmal rein. So, die kann ich mich jetzt gleich aktuell, so wie es ausschaut, eben hier schon aktualisieren. Und es bleibt festzuhalten, dass wir hier im H4, also im 4-Stunden-Chart, in einem Aufwärtstrend aktuell sind. Aber, und das ist jetzt wichtig, und deswegen kommen wir jetzt auch zu unserem, nach was wir suchen, übergeordnet sind wir im Tageschart im Abwärtstrend. Und wenn wir es uns jetzt auch nochmal anschauen, dann sehen wir zwar, dass wir hier ja doch eine sehr dynamische Bewegung von dieser Unterstützungszone aktuell sehen, aber schon hier oben in einem möglichen Widerstandsbereich reinlaufen. Das heißt, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass auch dort wieder die Kurse nach unten abprallen, weil sie das in der Vergangenheit schon des Öfteren getan haben, wie vorhin analysiert, dann kann ich jetzt hier nach einem möglichen hier nach einem möglichen Einstiegspunkt suchen. Und ja, da ist es halt top, eine Trading-Strategie zu haben, die genau das klar definiert und systematisch definiert. Das heißt, ich kann das jetzt nicht nur heute und an dieser Stelle so definieren, wo ich reingehe und wo ich rausgehe. Nee, ich kann das in jedem Chart, in jedem Zeitfenster, in jedem Markt genauso definieren. Das heißt, ich kann immer wieder konstant vorgehen, regelbasiert. Und diese Konstanz, das ist meine Erfahrung als Langzeit-Vollzeit-Trader jetzt mit 18 Jahren Berufserfahrung. Die ist eminent wichtig, wenn ich aus dem Markt ein verlässliches Einkommen erzielen möchte, wenn ich mit Trading ein Vermögen bilden möchte, langfristig gesehen. Diese konstante Vorgehensweise. Gut, das heißt, hier ist dieses Pattern, in dem Fall ein Bad Pattern ganz klar identifiziert. Ich habe es auch hier mal rot eingezeichnet. Wie das genau geht von der Strategie her, das würde hier zu weit führen. Halte ich auch bis jetzt immer meinen Mentoring-Klienten und meinen Coaching-Klienten vor, dass ja, das ist exklusiv eben auch für die reserviert, sage ich jetzt mal. Aber ich habe es hier schon mal eingezeichnet. Und ich würde jetzt davon ausgehen, das heißt, Klartext, ich bezeichne es auch mal, wenn der Kurs hier dieses Einstiegslevel hier oben an dieser Stelle erreicht, dann gehe ich in den Markt rein und zwar ich verkaufe, ich gehe short, mein Risiko
Das ist ja auch schon eingezeichnet, ist ganz klar definiert. Ich weiß auch automatisch, wo ich aussteige, nämlich hier oben. Und meine Gewinnziele, die sind für mich auch klar definiert. Nämlich einmal hier steige ich im Gewinnfall aus und einmal hier steige ich im Gewinnfall aus. Und wenn man es mal grob einschätzt und einzeichnet, dann sehe ich eben, und jetzt komme ich auf diesen Gewinnvorteil, da steuere ich jetzt hin, dass mein Risiko im Vergleich zu meinem potenziellen Gewinn kleiner ist. Ich handle mit zwei Teilpositionen. Solltet ihr nur eine Teilposition oder eine Position handeln, dann habt ihr hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,35. Für all die, die das Bad Muster oder Bad Pattern backgetestet haben, über viele, viele ja, Tausende von Trades und über mehrere Jahre, die wissen, die können mit der Trefferquote je nach Währungspaar zwischen 56 und 59% rechnen. Und wenn ich diese 56 bis 59% mit einem Chance-Risiko-Verhältnis größer 1 kombiniere, also in dem Fall von 1,35, oder ich handle halt mit zwei Teilpositionen, warum habe ich ja auch mal schon öfters erklärt, nach dem Credo eben, wenn ich richtig liege, dann möchte ich die Gewinne laufen lassen, um eben meine Rendite zu maximieren. Das heißt, wenn ich richtig lasse, wenn ich richtig liege, dann möchte ich ganz, ganz wichtig, die Gewinne laufen lassen. So, insgesamt habe ich dann, wenn ich beide Teilpositionen handle, habe ich einmal 2,3 und einmal 1,3 grob, dann habe ich 3,6, also ein durchschnittliches Chance-Risiko-Verhältnis von 1,8 circa. Und eine Trefferquote in dem Fall, ich glaube schon, von 59%. Und das gibt mir diesen Gewinnvorteil. Der jetzt Gewinnvorteil, ist jetzt vielleicht nicht greifbar oder nicht so greifbar für euch. Also bevor man das jetzt, dieses Signal, so wie ich es auch schon rausgeschickt habe an die Klienten, die mir eben täglich über die Schulter schauen, bevor wir das uns anschauen, wie die das dann in die Handelsplattform eingeben, möchte ich das nochmal, diesen Gewinnvorteil darauf nochmal eingehen und das auch rausarbeiten, was das denn bedeutet. Und ich möchte jedem ans Herz legen, der jetzt tief ist am Markt, unabhängig von der Trading-Strategie, da gibt's so viele, aber wichtig ist, dass diese eben einen positiven Erwartungswert hat, eine positive Gewinnerwartung hat. Und diese Gewinnerwartung für diejenigen, die in den ersten Webinaren schon mit dabei waren und die sich auch vielleicht schon ein bisschen besser auskennen, diese Gewinnerwartung ergibt sich eben aus der Kombination von Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis. Es gibt ein ganz einfaches und aber sehr effektives Tool im Netz von EquityCurveSimulator.com. Da kann man das Ganze simulieren. Da kann man auch seine Trading-Strategie entsprechend der Trefferquote und dem Chance-Risiko-Verhältnis mal simulieren lassen, in dem Fall über 200 Trades, und man bekommt den Erwartungswert hier unten rausgerechnet, den Kelly-Faktor. Was das im Einzelnen ist, möchte ich jetzt heute nicht drauf eingehen. Wichtig ist A, der Erwartungswert, B, der durchschnittliche maximale Drawdown, damit ihr auch seht, ich kann nur über viele, viele Trades eben rechnen, nicht nur auf 10 Trades, sondern ich muss auf 200, 400, 600 Trades eben das Ganze kalkulieren. Aber mit was für einem maximalen Drawdown, mit was für einem Rückschlagpotenzial muss ich rechnen in meiner Vermögenskurve oder meiner Depotkurve? Und vor allen Dingen, als ganz, ganz wichtiger Punkt vorneweg, ist meine Trading-Strategie, die ich handle. Und wenn man keine eigene hat und eine andere übernimmt, ist es ganz, ganz wichtig, bei demjenigen nachzufragen, nach diesen Faktoren. A, wie ist deine Gewinnerwartung und wie setzt sich diese eben aus Trefferquote und aus Chance-Risiko-Verhältnis zusammen? Ich habe jetzt hier mal Musterdepotgröße von 15.000 Euro genommen. Da könnt ihr auch mal selber rumspielen und eure Depotgröße eingeben. Ich weiß durchschnittlich über alle Muster, die ich handle im Devisenmarkt, liege ich bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 54%. Zwischen 54 und 55%, das pendelt da aktuell. Gewinn-Verlust-Verhältnis oder Chance-Risiko-Verhältnis
ist 1,2 durchschnittlich wohlgemerkt. 1,2, also jetzt nicht nur für ein Muster, sondern ich handle in mehreren Mustern und in vielen Währungspaaren. Das sind die Durchschnittswerte jetzt. Sind wir hier bei 1,2 zu 1. Ich habe mir hier mal 200 Trades simulieren lassen. Vielleicht starten wir mal mit einem Simulationsdurchlauf. Mein Risiko pro Trade ist es auch wichtig, um die Performance natürlich messen zu können. Habe ich mir mit sehr moderat mit 1% angegeben. Und dann kann ich meine Simulation starten lassen. Und ich sehe halt, okay, mit diesen Trefferquoten und mit diesem Chance-Risiko-Verhältnis, wenn ich das simulieren lasse und simulieren lasse und simulieren lasse und draufdrücke und draufdrücke und draufdrücke, kurzum, mit einem Erwartungswert, mit einem positiven Gewinnerwartungswert von 0,19 in dem Fall, weiß ich eben, über die große Anzahl von Trades werde ich Geld verdienen. Und das ist meine Gewissheit als Vollzeittrader, jeden Trade konstant, regelbasiert umzusetzen. Auch wenn ich mal 3, 4, 5 Verlusttrades in Folge hatte. Und wie ich auch hier. Man sieht es hier, maximale folgende Verlierer sind 6, es können aber auch mal 9 sein, das weiß ich. Mit dem rechne ich auch. Das bringt mich auch nicht aus der Ruhe, weil ich weiß eben mit einem Trading-System, mit entsprechender Trefferquote und Chance-Risiko-Verhältnis bin ich auf der Gewinnerseite. Und das möchte ich euch ans Herz legen, egal was ihr für eine Trading-Strategie handelt aktuell oder vorhabt zu handeln. Überprüft die erstmal auf Herz und Nieren, weil. Auch wenn ihr jetzt eine Trefferquote vielleicht habt von 60%, ja, aber viele, und das haben wir auch schon in den Webinaren angesprochen, wer kennt das nicht, viele haben halt dann keine, vielleicht am Anfang eine Chance-Risiko-Verhältnis von Größe 1. Aber was vielen, vielen Tradern, das ist aus meiner Arbeit, ich kann ein Lied davon singen, was die machen, die nehmen sich zwar das so vor, diesen Trade so umzusetzen, aber die sitzen dann gespannt vor den Kursen, sehen jeden Tick nach oben, nach unten. Und sobald sie dann im Gewinn sind, ist es alles gut. Aber sobald dieser Gewinn anfängt dahin zu schmelzen und weniger zu werden, nehmen halt viele frühzeitig Gewinne mit. Oder im anderen Fall, sie ziehen einen Stopp nach unten, dann ziehen einen Stopp nach unten und vergrößern ihr Risiko. Was das dazu führt? Kurzum, viele können sich bestimmt schon vorstellen, dass ich eben kein positives Gewinn-Chance-Risiko-Verhältnis mehr habe. Ja, ich habe hier nicht eine 1,2 stehen, sondern wir haben auch die Statistiken uns angeschaut von vielen, vielen Millionen von Trades, auch in dem Webinar schon, und da stehen wir halt dann bei 0,5 zu 1. Ja, wenn ich so eine Simulation starte, dann darf ich mich halt nicht wundern, dass es nach unten geht. Und das möchte ich euch ans Herz legen. Überprüft eure Trading-Strategie oder euer Trading-System und sorgt dafür wirklich, dass ihr dann einen positiven Erwartungswert habt. Weil wie hier mit 0,10 ist es nur eine Frage der Zeit. Ja, also was heißt die Frage der Zeit? Aber über die lange Zeit und über die viele Anzahl von Trades verliert ihr damit definitiv Geld. Das geht gar nicht anders. Und da sind jetzt so keine Ordergebühren mit reingerechnet. Das müsst ihr auch noch beachten. Also das nochmal für euch als ganz, ganz wichtiger Hinweis. Und es liegt mir wirklich viel am Herzen, auf das hinzuweisen, unabhängig jetzt von der Handelsplattform und von der Trading-Strategie und Charts und Charttechnik und Charts analysieren. Nee, nee, die Quintessenz oder der Fokus sollte sein, wirklich. Habe ich überhaupt eine Chance, am Markt Geld zu verdienen? Und da spielt eben dieser Erwartungswert eine ganz wichtige Rolle. Gut, zurück zu unserem Beispiel hier im US-Dollar, Schweizer Franken. Also, wir haben definiert, wo wir einsteigen, wenn der Kurs hier hinkommt. Wir haben definiert, wo wir aussteigen, wenn wir den Einstieg bekommen. Aber was passiert jetzt, wenn der Kurs, und ich markiere das hier auch mal, den Einstieg nicht erreicht und hier runter geht, wenn er hier dreht und hier unten die Zone nochmal testet? Was dann passiert ist, nämlich, dass unser Muster, unser Gewinnvorteil nicht mehr da ist. Unser Muster wird ungültig. Was machen wir da? Auch dafür brauchen wir eine Regel.
Also sprich, wenn ich die Trades schon aktiv am Markt habe, dann muss ich sie rauslöschen. Oder ich darf sie dann halt auch nicht mehr eingeben, wenn der Kurs dann von hier unten dann nochmal nach oben gehen sollte und unser Einstiegslevel erreichen sollte. Dann ist das Muster nicht gültig und oder beziehungsweise ohne Gewinnvorteil eben dieser Einstieg. Also um das alles sicherzustellen, oder das sind so die Dinge, die wir uns quasi sicherstellen müssen an der Handelsplattform, dazu ziehe ich jetzt mal die Trader Workstation hier rüber. Viele kennen es ja schon. Denke, die meisten sind mit dabei, die ja schon einige Webinare auf dem Buckel haben, wie man hier im Allgäu sagt, oder öfters mit dabei waren. Das heißt, die haben schon mitbekommen, wie man sich so eine Forex-Kursliste in der Trader Workstation einrichtet, wie man sich auch diese Spalten hier oben passend zurechtlegt. Falls es euch noch nicht so klar ist, die Videos und auch als Kurs angelegt, gibt es auf Trading for Freedom. Für all die, die Mitglieder sind, auf jeder persönlichen Startseite gibt es einen Link dazu. Und die können sich das dann Schritt für Schritt anschauen und einrichten. So, jetzt lege ich mir nochmal kurz, ganz kurz, entsprechend hier. Schau mal, wie wir das am besten hinkriegen mit dem Signal. Ich glaube, ich ziehe das halt immer so ein bisschen hin und her. Beziehungsweise, wo haben wir denn US-Dollar, Schweizer Franken? Hier. So. Und dann ziehe ich das hier runter, beziehungsweise noch hier kleiner. So, so kriegen wir es eigentlich ganz gut hin. Das heißt, ich weiß, dass ich im US-Dollar Schweizer Franken Short gehen möchte. Ja, im US-Dollar Schweizer Franken habe ich hier eine Kursliste. Ich weiß, dass ich zwei Teilpositionen handeln möchte. Also klicke ich hier zweimal auf den Geldkurs. Und entsprechend meiner Voreinstellungen gehen hier zweimal drei Orders automatisch auf, nämlich eine Einstiegsorder, eine Gewinnzielorder oder eine Target-Order, wo ich aussteigen möchte im Gewinnfall. Und wie ihr hier schon vielleicht seht, angedeutet mit dem Stop-Limit, eine Stop-Loss-Order. Und das eben das gleiche in Grün für die zweite Teilposition. So, für all diejenigen, die so, ich mache das Ganze jetzt mal für ein 10.000 € Konto. Das heißt, ich ganz auch ganz, ganz wichtig. Ich bestimme erstmal meine Positionsgröße, das ist nämlich das allererste, was ich hier vorne einstelle. Entsprechend meinem Risiko in Pips hier und meiner Kontogröße von 10.000 ist meine Gesamtpositionsgröße 17.000. So, das heißt, ich teile das Ganze auf in zwei Teilpositionen, also sind wir hier bei 8,5K. So, wie ihr seht, wenn ich das bei der Einstiegsorder mache, dann passt das automatisch für die anderen Orders auch an. Also damit ist sichergestellt mit der Positionsgröße, dass wenn ich ausgestoppt werde im Verlustfall, dass ich maximal 1% meines Depots verliere, in dem Fall 100 €. Ja, zur Erklärung. So, dann, wo ist mein Einstiegslevel? Das wird für diejenigen, die die Signale gebucht haben, die mir quasi täglich über die Schulter schauen, die kriegen das natürlich super aufbereitet, per E-Mail oder auf ihr Handy gepusht. Jetzt in dem Fall nehme ich es aus dem Chart raus. Das ist bei 96,70, das ist das Einstiegslevel. Mein erstes Gewinnziel ist bei 0,9582. Na? So. Und mein Stop-Loss-Level ist bei 0,9735. So, ich lege das auch immer per Limit, weil ich das ich auch sicherstelle, dass ich auch genau zu dem Kurs ohne Slippage rauskomme.
So, das ist meine erste Order. Da muss ich jetzt bei dem, hier hinten habe ich noch eine Adjustable Stop Option mit eingebaut. Dazu kommen wir gleich noch drauf. Dazu muss ich jetzt hier nur wählen bei der ersten Teilposition, dass dieses Limit hier, das gibt mir vor, wann die Stop-Order nachgezogen wird, ab was für einem Kurslevel, dass das natürlich unter dem Kurslevel von der ersten Gewinnzielorder liegt. Also ich gebe jetzt hier einfach mal 0,95801 ein. Hier hinten muss ich dann, das ist egal. So, dann die zweite Teilposition wird natürlich auf dem gleichen Level verkauft, also bei 0,670. Mein zweites Gewinnziel liegt hier unten bei 0, hier oben im Chart sieht man das auch, bei 0,9527. So, und der Stop-Loss ist natürlich auch der gleiche bei 0,9735. Auch da gebe ich das richtige Limit dazu passend ein. So, jetzt ist es aber so, dass wir ein Trade Management haben auf Trading for Freedom, das ja doch eine Ecke clever ist. Das heißt, wenn Gewinnziel 1 erreicht wird, dann möchten wir nicht nur die Gewinne von der zweiten Teilposition weiter laufen lassen, sondern natürlich auch das Verlustrisiko auf Null setzen. Das heißt, wir wollen den Stop-Loss auf unser Einstiegslevel nachziehen. Das können wir machen, eben über diese Profi-Order-Funktion in der Trader Workstation, die Adjusted Stop-Order-Funktion. Das heißt, ich kann hier diesen Kurs definieren, ab wann oder auf welchem Preislevel diese Stop-Order nachgezogen werden soll. Also, wenn Gewinnziel 1 erreicht wird, das Gewinnziel 1 liegt bei 0,9582. Wenn dieses Level erreicht wird, dann meine Stop-Order auf Einstand, also 0,9670 nachziehen. Das haben wir hiermit definiert. Und der Clou ist jetzt, wenn ich das hier definiere, dann muss ich nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen, sondern das läuft automatisch ab. Jetzt gibt es dann noch einen Fall. Wenn ich das jetzt da am Abend auch eingeben möchte und jetzt nicht abwarten möchte oder auch in der Früh eingeben möchte und nicht abwarten möchte, bis dieses Einstiegslevel erreicht wird. Was ist jetzt, wenn ich nicht am Rechner sitzen kann den ganzen Tag? Naja, dann kann ich jetzt die Order schon eingeben, wie hier auch vorgestellt, und kann gleichzeitig diese beiden Orders mit einer Bedingung versehen. Nämlich die Bedingung, wenn der Kurs, ich zeige das auch hier mal kurz ein, wenn dieser Kurs hier dieses Einstiegslevel nicht erreichen sollte, sondern hier nach unten geht und unter dieses Level hier kommt, das durchbricht, ja, dann ist das Signal ungültig und dann sollten die Orders auch wieder aus dem Markt rausgelöscht werden, beziehungsweise aus dem Markt gelöscht werden. So, wie geht es? Also, Bedingung auf Englisch Condition. Na, über eine Condition Order. Das heißt, ich versehe beide Einstiegsorder, also einmal die 5 und einmal die 4, hier in dem Fall, gehe hier auf Rechtsklick, gehe auf Ändern und füge hier eine Bedingung an. Ich ziehe mal das neue, geht ein neues Fenster auf, das ziehe ich hier mal rüber. So, ich messe oben raus, okay, das ist 0,9490. Das heißt, einmal setze ich hier den Haken, dass die Bedingungen außerhalb der regulären Handelszeiten ausgeführt werden kann. Und was möchte ich machen? Ich möchte die Orders stornieren. Dann füge ich die Bedingung hinzu. Das heißt, wenn der Kurs in dem Währungspaar US-Dollar, japanischen Yen, Schweizer Franken, in dem Fall Idle Pro, kleiner gleich 0,9490 ist, dann bitte die Orders rauslöschen, weil dann unser Gewinnvorteil weg ist, weil dann das harmonische Muster ungültig ist. Und gehe hier auf Übermitteln. Genau. So, und dasselbe Spielchen mache ich für die zweite Teilposition. Hier mal ein bisschen schneller. Also ich gehe auf Ändern, Bedingungen.
Dann Haken setzen, auswählen, hinzufügen, klicken, Kurs weiter, US-Dollar, Schweizer Franken, USD.CHV abgekürzt, kleiner gleich 0,9490. Das ist die Bedingung. Wenn der Kurs drunter geht, dann bitte meine Orders löschen. So, und fertig sind wir. Das heißt, dieses Handelssignal oder diese Trading-Gelegenheit ist jetzt fix fertig A analysiert und B in der Trader Workstation in der Handelsplattform eingegeben. Und jetzt kann ich die Trader Workstation schließen. Ich kann zur Arbeit gehen oder kann abends an See gehen, noch zum Schwimmen im Sommer oder im Winter. Keine Ahnung, was ihr vorhabt. Aber ihr müsst nicht den ganzen Tag vom Rechner sitzen und vor allen Dingen, ihr müsst nicht warten, 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 wie die Katze vom Mauseloch, bis dieser Kurs endlich dieses Einstiegslevel erreicht hat, um dann die Orders, die ihr vielleicht schon eingegeben habt, zu aktivieren. Nee, jetzt ist alles fix fertig eingegeben. Jetzt läuft alles hundertprozentig nach Regelwerk ab. So, gibt es dazu Fragen von eurer Seite? War irgendwas unklar? Soll ich nochmal was erklären? Okay, danke fürs Feedback, klasse. Vielleicht ganz kurz die Frage. Ich habe das hier jetzt an der Trader Workstation erklärt. Wer von den Teilnehmern hat denn oder handelt denn aktuell über die Trader Workstation? Vielleicht kurz einfach nur ja oder eine 1 kurz reinschreiben, damit ich weiß, für wen es denn alles relevant war. Okay. Sind doch ein paar dabei, die über die Trader Workstation handeln. Klasse. Gut, alles klar, schön. Nun, also haben wir jetzt Agenda Punkt 1 abgeschlossen. Wir haben nochmal uns angeschaut, wie man so eine Trading-Gelegenheit wie hier jetzt im US-Dollar, Schweizer Franken im Markt identifizieren. Ich habe euch auch in dem Zug die neuen Funktionen und neuen Infos, die ab sofort in den Charts, die auf Trading for Freedom veröffentlicht werden und auch in den Videos zu finden werden sein werden. Ich habe die auch vorgestellt, eben mit dieser Trendampel. Warum die so sinnvoll ist oder warum oder was die für Mehrwert bieten kann, vielleicht da möchte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich habe noch was anderes auch noch vorbereitet. Genau, eben auch im Chart markiert ab sofort, wann gewisse Trends eben gebrochen werden oder sich bilden, ja, dass ihr schon vorneweg vorbereitet seid. Also für all diejenigen, und dann gibt es ab nächste Woche wieder den Devisenkompass lesen, da ist es natürlich dann auch mit drin. Und das Ganze soll einfach euch dienen, um eine bessere Orientierung am Markt zu erhalten. Das heißt, ihr habt die Frage beantwortet, was ist mein übergeordneter Trend? Handle ich mit Trend? Entgegen den Trend, wie ist mein aktueller Trend oder der untergeordnete Trend auch, wie sind wir da aufgestellt? Und ja, ihr wisst, übergeordnet mit Rückenwind zu handeln, ist, also in Trendrichtung zu handeln, handelt ihr mit Rückenwind, ist statistisch auch erwiesen, macht Sinn. Und deswegen eben diese neuen Informationen hier in den Charts of Trading for Freedom. Gut, für all die, die in der Community mit dabei sind, ich ziehe sie auch mal kurz rein hier, habe ich gestern Abend was gepostet. Und zwar kann man das ganz gut erkennen. Und zwar sind das einmal die saisonalen Charts über die letzten 30 Jahre des Dollar-Index und des Euro-US-Dollars.
Gut. Wenn man es erkennen kann, dann mache ich weiter. Was soll es uns zeigen? Gut, super. Und was kann ich auch mit dieser Information anfangen, auch für mein Trading quasi übernehmen? Gestern Abend dargestellt, heißt saisonal, jetzt im Dollarindex, der die Stärke des Dollar, US-Dollar gegenüber dem Währungskorb misst. Was genau in dem Währungskorb drin ist, haben wir uns letzte Woche angeguckt. Zeigt, dass saisonal über die letzten 30 Jahre, Ende Juli, Anfang August, in der Zeit der US-Dollar an Stärke gewinnt, prozentual. Wie gesagt, das ist der Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Ob es dieses Jahr so sein wird, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Aber ich weiß, auf Basis eben der statistischen Werte der letzten 30 Jahre ist es so, potenziell, so jetzt verabschiede Grafikkarte, glaube ich. Ja, alles fängt hier. So, Bild wieder da. Okay. Ich mich mal ganz kurz für diesen Ausfall entschuldigen, für den Zwischenfall. Alles klar, gut. Ja, ich habe zu viele, vielleicht zu viele Fenster heute offen gehabt. Also, ab Ende Juli, Anfang August ist mit einem starken Dollar zu rechnen. Das gleiche hier, Ende Juli, Anfang August mit einem schwachen Euro-US-Dollar habe ich einen Indiz drauf. Ja, ich kann nicht mit Sicherheit rechnen, aber ich habe ein Indiz, das ich hier gefunden habe. So. Und dazu können wir uns auch gern mal dann parallel, also ich weiß, Ende Juli, Anfang, die ersten 2 Augustwochen könnten interessant werden. So, und dazu schauen wir uns auch das Dollar-Index mal an, was da heute passiert ist. Oder die letzten Stunden, der letzte Tag. Und ich habe den Chart, ja, wie ihr gesehen habt, auch darunter dann reingepostet von mir, von der Analyse. Und klar ist, ja, der schaut auch im Tagesbereich von links oben nach rechts unten, sieht das alles ziemlich bearish aus. Ja, wir haben den Wochenabwärts, den Tageschart-Abwärtstrend, den 4-Stunden-Trend abwärts. Nur die Stunde ist mittlerweile im Aufwärtsbereich. Aber übergeordnet sind wir hier im Abwärtstrend. Können das auch im Wochenchart uns gerne mal anschauen, wie das hier ausschaut. Und das ist eben ganz gut, sich immer einen Überblick zu verschaffen, also so eine Bird's Eye View, also so eine Vogelperspektive. Und wie ihr hier seht, ist diese Unterstützungs, habe ich diesen Unterstützungsbereich hier klar definiert und eingezeichnet. Und unter anderem auch enger definiert diese gestrichelte Linie, weil die genau diese Linie war, die hier, und ich markiere das auch gleich mal, ja, die hier punktgenau eine Rolle gespielt hat und hier punktgenau eine Rolle gespielt hat. Und hier waren wir auch ganz nah dran in dem Bereich. Ja? So. Und hier vorne sogar nochmal. Da war Unterstützung. Und stellt euch vor, was heute passiert ist. Ich habe das hier mal mit einem Kreis markiert. Auch genau dieses Level hier haben wir punktgenau wieder getroffen. Und wenn wir uns mal im Tageschart das schon anschauen, dann haben wir hier auch eine richtig tolle Reaktion gesehen. Ja, von Weltuntergangsstimmung. Oh, der Dollar wird immer weniger wert. Der Euro zieht weiter an. Wenn wir uns einen 4-Stunden-Chart anschauen, da sehen wir diese doch deutliche Reaktion hier nach oben. Man sieht hier auch, ja, wie punktgenau wir dieses Level hier getroffen haben. Was heißt das jetzt nun? Könnte das der Start sein für eine US-Dollar-Rallye? Wenn ich jetzt noch diese Saisonalinformationen als Indiz hernehme? Möglicherweise. Aber was heißt das jetzt konkret für mein Trading? Naja, für mein Trading heißt es, wenn ich jetzt in Euro-Dollar zum Beispiel handle, ja, dann habe ich hier jetzt die Übersicht, gehen wir hier auf den Tageschart, vom Euro-Dollar. So. Na. Brauchen wir nicht. So. Schauen wir das Ganze an. Also richtig bullisch. Ist ja nicht weiter zu verwunderlich, wenn der Dollar richtig stark, richtig schwach ist,
Dollar steht hier auf der Seite hier oben. Und ist ja klar, dass dann der Euro stark ist. Also wir sind im Tages- im Aufwärtstrend, im 4 Stunden im Aufwärtstrend und auch in der Stunde im Aufwärtstrend noch. Und da könnte mir ja einfallen, oh, alles auf Grün. Und gerade als Daytrader könnte mir einfallen, ich springe hier meinen 15-Minuten-Chart rein. Ganz kurzen Augenblick. Naja, 15-Minuten-Chart. Wir haben hier den Ausbruch gesehen. Auch hier, man sieht es hier, Widerstandsbereich eingezeichnet. Hier oben gestern über diesem Level von 1,1715, von dem ich auch im letzten Webinar bzw. in der Community gesprochen habe, geschlossen. Oh, sieht alles bullisch aus, richtig bullisch. So und viele. Entschuldigung. Die sind da, denke ich, heute richtig aufgesprungen auf den Zug und haben sind den Euro long gegangen. Und wie kann ich jetzt da diese Informationen, die ich euch jetzt mitgegeben habe, mit den saisonalen Informationen und mit der Analyse von dem Dollarindex, was hat das für eine Auswirkung auf mein Trading heute? Nun, spätestens hier im Kurzfristbereich haben viele Trader wieder mit einer Unterstützung gerechnet. Das war das letzte Hoch hier drüben. Und ich denke, da sind viele, viele Wollten da, die vielleicht den Long-Einstieg bis jetzt verpasst haben oder nochmal auf den Zug aufspringen wollten. Die haben hier potenziell in dem Bereich nach einem Long-Einstieg Ausschau gehalten. Und auch potenziell Pattern Trader, es ist auch hier ein valides Muster hier im 15-Minuten-Chart, also eigentlich valides Muster hier mit drin. Habe ich hier ein Cypher-Muster und wie es der Zufall will, genau auf diesem Preislevel wird es nämlich komplettiert. Jetzt zeige ich das auch ganz kurz ein, damit ihr euch das besser vorstellen könnt. So ein bullisches Muster. So, genau hier. Und viele sind hier eingestiegen und haben hier mit einer Kursreaktion gerechnet. In diese Richtung. Vielleicht sogar mit dem Test auch der Hochs dann. Und ich habe mich heute nicht dafür entschieden, dieses Signal auch an euch rauszuschicken und selber zu handeln. Und genau aus diesem Grund nämlich, weil ich eine Regel habe. Wenn übergeordnet, na, das war jetzt nicht richtig, da wollte ich nicht hin. Wenn ich halt in so einer Entscheidungszone bin, wie jetzt hier, wo potenziell das ein Fehlsignal sein kann, dieser Ausbruch, beziehungsweise ich im Endeffekt der im Dollarindex genau auf diesem Level, Unterstützungslevel aufgeschlagen habe, punktgenau, und diese schnelle Reaktion erlebt habe. Dann bin ich gerade im kurzfristigen, also im 15-Minuten-Bereich bis 30-Minuten-Bereich, handle ich nicht in Trendrichtung und bleibe dann an der Seitenlinie, weil dort eben mein Gewinnvorteil nicht so präsent ist. Das heißt, mit dem Wissen, mit der Analyse jetzt da, die ich euch vorgestellt habe, mit diesen Indizien, mit diesen Informationen, kann man natürlich auch Fehltrades bzw. Verlusttrades vermeiden. Und das wollte ich auch in diesem Beispiel im Euro-Dollar euch das mal vorstellen. Okay, ja, also es gibt, ihr seht, sind heute auch welche da mit dabei, die schon länger auch auf Trading for Freedom mit dabei sind und die Signale auch mit abonniert haben. Und die schon richtig fit im Trading sind. Und ja, das sind halt Dinge, die ich jetzt auch euch in dem Webinar weitergeben möchte als wertvolle Informationen, wo ich halt lange gebraucht habe, dahinter zu kommen. Und was natürlich auch diejenigen, die sich für das Pattern Trading und für das harmonische Muster Trading interessieren,
die dann halt gleich mit einem Vorteil ins Trading starten, weil wenn einer sich jetzt da in der Theorie einliest und diese Informationen nicht hat, der erkennt hier einfach ein Muster, nimmt das ganz normal, tradet das und ja, und kassiert hier einfach einen Verlust. Ist jetzt kein Beinbruch, aber wenn man sich diese Trades sparen kann, und diesen Erfahrungsinformationsvorsprung, darum geht es eben mir auch in Form dieser Webinare, den möchte ich euch vermitteln und euch weitergeben, dass ihr auch wirklich an Mehrwert was rausnimmt. Gut, ich werde soweit mit meinem Inhalt am Ende für heute. Ich höre mal kurz in die Runde rein. Habt ihr noch Fragen? Einerseits, was jetzt die Chartanalyse angeht, andererseits, was die Ordereingabe vielleicht in der TWS angeht. Okay. Gut. Habt ihr zu den Handelssignalen noch Fragen vielleicht? Also es sind circa so im Durchschnitt sind es circa ja, 200 Signale. Also mit 200 Trades im Jahr könnt ihr rechnen. Und die könnt ihr auch problemlos nehmen, weil wie vorgestellt, nach der einmaligen Eingabe läuft das Ganze ja automatisch ab mit der richtigen Handelsplattform. Genau. Und dann könnt ihr mal eben das Ganze simulieren. Ich kann euch mal gerne auch den Link reinstellen. Ganz nettes Tool eben von EquityCurveSimulator.com, was sie da auf die Füße gestellt haben, aufs Wesentliche reduziert und entsprechend eurer, ja, eurer Strategie, eure Kennzahlen da eingeben, was Trefferquote angeht und was euer Chance-Risiko-Verhältnis angeht. Genau. Gut, so. Dann, wenn es weiter keine Fragen mehr gibt. Ich sehe auch, wir haben die Stunde erreicht. Meine Stimme funktioniert gerade noch so. Und bevor sie ganz kaputt ist, will ich das Webinar an dieser Stelle auch gerne beenden. Ich bedanke mich wie immer ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, dass ihr auch heute wieder so zahlreich mit dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet richtig was mitnehmen an Informationen, an Mehrwert. Ich habe wieder was dazugelernt. Habe einige Dinge aus meiner langjährigen Erfahrung heute mit reingebaut in das Webinar. Und ja, für all diejenigen, denen es gefallen hat, ich würde mich freuen, euch auch nächsten Donnerstag wieder beim nächsten Webinar begrüßen zu dürfen um 19 Uhr, wie immer hier auf Trading for Freedom. Wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt für dieses Webinar, auch Inhaltspunkte habt, die ihr vielleicht mal besprochen werden haben wollt, ob ihr einen Index habt oder ja, irgendeinen Rohstoff habt, den ihr analysiert haben wollt, schreibt mir eine E-Mail. Ich schreibe es auch hier mal kurz rein, die E-Mail-Adresse. Und ich nehme es gerne mit auf, weil ich mache die Webinare für euch. Und ja, je relevanter sie sind, desto besser dann. So, E-Mail-Adresse ist auch mit drin. In diesem Sinne, nochmal herzlichen Dank und bis nächsten Donnerstag. Einen schönen Abend euch.